Ja, unser Workshop hieß Ökobonus, ein Weg zur sozialen Gestaltung ökonomischer Instrumente. Was verbirgt sich überhaupt dahinter? Es ist eine ganz einfache Idee. Unerwünschter Ressourcenverbrauch wird besteuert und die Einnahmen, die werden nicht für irgendetwas verwendet, sondern die werden rückverteilt. Und zwar an jeden vom Säugling bis zum Greis. Und diese Rückverteilung nennt man dann Ökobonus. Diese Idee haben wir also im Workshop diskutiert. Eingeladen hatten wir drei Expertinnen, alles Leute, die in der einen oder anderen Weise diese Idee richtig finden. Aber natürlich waren im Workshop auch Zweifler, Kritiker und es kam eine lebhafte Diskussion auf, sowohl über den grundsätzlichen Sinn als auch über mögliche Varianten, Konkretisierungsformen und so weiter. Was ist der Vorteil für eine solidarische Moderne bei diesem Steuerungsmodell? Man verbindet drei Sachen, die eigentlich elementar sind. Einmal hat man eine ökologische Steuerung, unerwünschtes wird teurer gemacht. Gleichzeitig hat man durch die Rückerstattung Umverteilung, und zwar von oben nach unten, weil das eben pro Kopf ausgeschüttet wird. Und gerade die Ärmeren, die unterdurchschnittlich konsumieren, kriegen aber mehr Ökobonus zurück. Und das ist sozusagen das i-Tüpfelchen, das Ganze bei einer freiheitlichen, weiterhin freiheitlichen Wahl der Lebensumstände. Es wird nichts verboten, es wird nur teurer gemacht. Man kann also auch komischste Sachen, die wir vielleicht komisch finden, was weiß ich, wie einen komischen Wagen fahren oder so, auch noch machen. Es wird bloß teurer und dann darf man nicht gleichzeitig andere Dinge. Also die Gesamtökobilanz ist begrenzt dann durch das Geld, was man hat. Gut, das waren die Vorteile, die auch benannt wurden. Jetzt zu den kritischen Anfragen. Ein Einwand lautete: Ja, es ist ja in Ordnung, mit dem Geld was Sinnvolles anzufangen, was ich durch Ökobesteuerung einnehme. Aber müssen wir das denn mit der Gießkanne verteilen an alle? Ist es nicht sinnvoller, an die Bedürftigsten das zu geben oder für Infrastruktur zu sorgen? Ja, ein anderes Argument war, dass man das auf nationaler Ebene gar nicht beginnen kann, dass es eigentlich nur auf globaler Ebene Sinn macht und das kriegt man ohnehin nicht hin, eine globale Einigung. Da haben wir uns dann lange drüber gestritten, macht das Sinn, auch hier damit anzufangen oder geht es eigentlich nur global? Die Frage war, ob die gewünschte Verhaltensänderung, gerade von den Leuten, die zu leiden haben unter so einer Ökobesteuerung, Ärmere, ob die überhaupt erwartet werden kann, ob sie wissen, wie das geht, ob sie die Kapazität haben, das zu machen, ob ihnen dieser Ökobonus, der ausgezahlt wird, überhaupt etwas nützt, weil sie auf der anderen Seite auch nicht sparen können. Das war ein Einwand, dass es doch wieder ärmere Schichten über diesen Umweg betrifft. Dann wurden natürlich verschiedenste Modelle diskutiert. Was macht man mit Firmen? Erfolgt die Ausschüttung nur an jeden Bürger oder kriegen die Firmen auch was? Eine Idee war zum Beispiel, je nach Anzahl der Arbeitsplätze den Firmen auch was zurückzuerstatten, damit die sich nicht gegen das Modell auflehnen. Also die Frage der politischen Umsetzung und der zu erwartenden Widerstände spielte auch eine Rolle, dass Firmen sagen, dass das ruiniert und dass ja, sozialpolitisch orientierte Leute sagen, das trifft doch wieder die Ärmsten, auch wenn die vielleicht einen finanziellen Gewinn haben, aber die kommen aus ihrem Verhalten nicht raus. Es wurde aber trotz dieser Einwände gesagt, es ist eigentlich ein gutes Prinzip, wegen dieser Verbindung, Steuerung, Umverteilung und freiheitliche Lebensgestaltung. Es gibt sehr viele Fragezeichen, wie man das mehrheitsfähig machen kann. Ist sicher auch kein ganz einfaches Prinzip. Wie kann man das kommunizieren, wurde gefragt. Und wir haben verabredet, weiter uns um diese Frage im Rahmen von einer AG oder Ähnlichem im Rahmen des Instituts Solidarische Moderne weiter zu unterhalten.